Ja, Palim Palim, einen schönen guten Tag. Es ist schon wieder soweit. Wir haben Rennen So, Donnerstag. ein herzliches Willkommen hier in Monza. Mein Name ist Enrico Schaller, auf meinen Moderatorenkollege Harald Ide warte ich zurzeit noch. Ja, ich denke mal, dass er bald wieder auftaucht. Unser Kollege ist auf jeden Fall noch unterwegs in der Boxengasse, wo auch immer. Wie gesagt, also wir sind in Monza heute. Was ist zu erwarten? Also nach den ganzen Dauerläufen, die wir jetzt zuletzt hatten, Le Mans, Spa, um wie sie nicht alle hießen, haben wir jetzt mal wieder ein etwas kürzeres Rennen hier in Monza. Geht nur über 3 Stunden, bevor uns dann in 4 Wochen schon wieder die 1000 Kilometer von Silverstone erreichen. Und ja, mal gucken, wie es heute so läuft. Ist, auch wenn es man nicht glauben mag, trotzdem eine, ich sage, anspruchsvolle Strecke, aber eine Strecke, die doch einigen um viele, viele Nerven gekostet haben. Und ja, warten Sie mal hier, Kollegen. Ich muss hier mal gerade den Kollegen Raison bitten. Beziehungsweise habe ich jetzt gerade festgestellt, haha, ich habe gerade festgestellt, hier ist der Kleine innerhalb gemutet. Hallo Harald, jetzt kann ich dich auch wieder hören. Das ist total toll. Ja, Ich keine fühlte mich Ahnung, ein was. bisschen ausgegrenzt hier. Einen schönen guten Abend. Ich Grüß dich, begrüße Junge. alle gleich herzlich, wie Enrico das eben schon getan hat. Du wolltest mit der Streckenvorstellung anfangen? Ja, wollte ich eigentlich tun. Ich war nur jetzt ganz doll verblüfft, dass hier plötzlich wir uns gegenseitig gemutet hatten, beziehungsweise ich dich. Deswegen gab es jetzt auch dieses leichte Durcheinander. Dafür möchte ich mich natürlich jetzt an dieser Stelle erstmal entschuldigen. Und Ein Traum. wegen mir. Können wir mal mit der Streckenvorstellung anfangen? Ja, Monza, so. uralt. Uralt, Uralt du kann man Mann. sagen. Das Ja. eine der ältesten Strecken Europa. Und ja, eröffnet 1922. Genau gesagt am 3. September 1922. Die meisten von euch werden wissen, seit 1950 gibt es hier die Formel 1. Genau. Und seit heute die RLMS. Das auch. Aus deutscher Sicht gesehen ist es eigentlich eine Strecke mit vielen Höhen und Tiefen. Das ist Also richtig. mit Kraftwerk von Drips. Und der Oder Jochen Rindt sind ja zwei Deutsche. Ich meine, Jochen Rindt war ja zum Schluss Österreicher sozusagen, aber sind ja ja, zwei Deutsche hier der, gestorben. Ja. genau, der ist eigentlich deutscher Staatsbürger, ist aber mit österreichischer Rennlizenz gefahren. Deswegen, Ja, hat ja auch in Österreich gelebt. Und ja, deswegen ist er auch nicht als deutscher Weltmeister gewertet worden, ne? So war das, glaube ich, ja. genau. So, ansonsten gibt es hier noch andere Highlights auch Highlights, wollte ich jetzt sagen, eigentlich aus deutscher Sicht. Nämlich Schumacher hat hier seine Karriere beendet, wohlgemerkt. Ich glaube, Heinz-Harald Frentzen hat hier mal im Shorten gewonnen gehabt. Und Sebastian Vettel hat hier auch seinen ersten Rennsieg um sozusagen. Also Monza, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Traditionskurs. Und dachte für viele eine Hassstrecke, manche mögen sie auch. Ja, ansonsten sieht er von den 10 Läufen der RLMS hier mal wieder was Kurzes. Und dementsprechend würde ich sagen, Harald, gehen wir mal zur Wertung über, oder? Sehr gern. Ja, Ja, GT1-Klasse. GT1-Klasse, genau. Starten wir mal mit den großen GTs. Auch nach der etwas hakeligen Vorstellung in Le Mans ist ja relativ früh im Rennen bös Heck eingeschlagen und kaputt gewesen. Der Core Lamborghini ist trotzdem noch arg alleine und einsam angefochten hier an der Wertung der GT1. Erster Verfolger hier ist auf Platz 2 der Aston Martin von Core Unlimited. Mit 70 Punkten, sehe ich das richtig? 51 Punkte Vorsprung, das ist ein ganz schöner Haufen. Dann auf Platz 3, das letzte vorläufige Treppchen wird belegt mit einem Punkt Rückstand nur, Verpo Moto 2. Dann geht der erste Bolide aus den USA hier in der Rangfolge dran, und zwar der Saleen von Green Flashes. Auch schon wieder ein kleiner Sch
Punkte Abstand, der, wo man für arbeiten müsste, dass man die Lücke schließt. Dann der nächste Lamborghini auf P5, die, das ist ja immer die, weil es mal eine Corvette war. WH Racing auch mit dem Lamborghini. Jetzt Lamborghini. Aber die. Ja, die Lamborghini. Genau, jetzt aber die. Die Corvette von Killerfish auf P6. Die RLMS immer noch Frischlinge. Alle anderen, die vorher im Ranking sind, oder über ihnen im Ranking sind, sind schon länger dabei. Dann Killerfish zum zweiten auf P7, ein Salin. Auf P8 Racetech OMT mit der Corvette. Dann auch wieder ein Lamborghini punktgleich von VE Racing. Mit dem Herrn Düker ist auch heute natürlich wieder mit dabei. Und auf P10 noch einer der englischen Brüll V12, der Aston Martin von Virtual Racing Sports. Ja, die kleinen GTs, Enrico. Ja, da kann ich was dazu sagen, genau, die kleinen GTs. Ja, L-Square auf 1 im Panos. Ich habe vorhin schon irgendwo im Fahrerlager gehört, dass man hier nicht unbedingt sehr zufrieden ist. Also, obwohl man es nicht glauben mag, aber der Panos scheint hier in Monza nicht so zu funktionieren, wie das von den Fahrern erwartet wird. Aber das werden wir dann im Rennen sehen, weil es gibt mit Sicherheit auch noch andere Teams, die hier nicht so ganz zufrieden sind. Die konnten wieder ein bisschen Boden gut machen auf MTech, die ja doch relativ nah dran waren. Haben jetzt leider 20 Punkte Rückstand aktuell, aber wie gesagt, hier ist noch alles möglich. Das geht immer ganz schnell, macht's flupp. Und die Spitze ist gewechselt. Immerhin gibt es ja für einen Sieg, glaube ich, auch 25 Punkte, Harald. Ist das korrekt? Das ist meiner Meinung nach korrekt, ja. Gut, wenn das so ist, dann hätte rein theoretisch, wenn die ersten zwei heute ausfallen würden, gleich der dritte, nämlich All-Star Racing, das ist ehemals, ach, ich merke mir den Namen. Angel, Cartman Angel Fist, ehemals, genau. Und ehemals und ehemals. Ja, also genau. Die haben schon einen Pokal für die am meisten häufigsten Namensänderungen, Teamänderungen und so weiter. Nur und die Startnummer ist immer gleich geblieben. Genau, also die könnten rein theoretisch, wenn die ersten zwei ausfallen, heute auf Platz 1 gleichziehen mit 25 Punkten Rückstand auf P1. So, dann B4, der Core Junior Porsche, die sich heute doch einiges vorgenommen haben und die ja im letzten Rennen schon einen zweiten Platz einheimsen konnten. Vielleicht langt es ja heute für den Sieg. Vorbereitet sind die Jungs und ich weiß auch, dass die doch, nicht unbedingt so enttäuscht sind jetzt vor Monza oder, wie man sich halt ausdrückt. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, Platz 5. Scuderia Motorsport for All, die hier eigentlich nur noch als Platzhalter geführt werden, weil das Auto startet ja schon seit einigen Rennen nicht mehr. Auf Platz 6 online-simracing.de3 in ihrem Porsche. Punktgleich mit dem VE Racing Spiker. Mit der holländischen Cessna. 55 Punkte Rückstand auf P1. Dann hätten wir mit 61 Punkten Rückstand den Motorsport for All GT2 Porsche, der ist übrigens noch dabei, ich weiß allerdings nicht in welcher Lackierung heute, ob in der blauen oder in der weißen. Dann haben wir auf Platz, was ist das denn hier? Platz ja, 9. Da guckst du aber. Gibt's hier ein neues Auto bei Verbo Moto 1? Das ist richtig. Wir haben gesagt, wenn wir in der großen Klasse auf Italien setzen, setzen wir in der kleinen Klasse auch auf Italien, damit man sich im Teamfunk auch an das Hintergrundgebrüll des Motors gewöhnt, damit man sich da klassenübergreifend nicht umgewöhnen muss. Clever, ne? Ach, das war der Porsche, jetzt habe ich schon überlegt. Das war mal der Porsche, ja. Ja, der Aston Martin hatte die 93, weil wenn hätte da ja eigentlich, hätten die Punkte flöten gehen müssen, aber dadurch, dass mal der Porsche war, ja, ich meine, das ist natürlich Vaterlandshochverrat, von Porsche auf Ferrari zu wechseln, aber... Ja, aber es ist in Italien, andererseits wäre es hier in Italien Hochverrat, nicht mit dem Ferrari zu starten. Wobei der Ferrari ja, glaube ich, nicht keine Startberechtigung hat, oder? Nee, aufgrund Platzmangels leider noch keine Startberechtigung. Würde dann von René Meifert... Wenn es soweit wäre. Ja, gut. So, und dann hätten wir hier noch Killer Fish Racing 4 Old. In dem Fall, da steht nicht umsonst Old dahinter. Das Auto ist, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, umgemeldet worden auf die LMP2 und somit würde das Auto hier die Punkte verlieren. Das heißt, rein theoretisch ist das hier eigentlich nur noch Gimmick. Ich weiß nicht, warum das unser Grafikexperte Robert Gödiger an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die Grafiken. Da noch drinnen gelassen hat das Auto. Ich denke mal, da wollte er sich einfach nicht mit dem Regelwerk beschäftigen und hat zur großen LMP-Klasse, lieber Harald. Ja, die große LMP-Klasse, die dicken Brummer. Ja, siehe da,
Wer lange übt, kommt irgendwann auf 1. Motorsport for All war die ganze Saison über stark, hier und da mit kleinen, naja, sag mal, Schwachheiten im Auswuchs. Na, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Waren immer gut, aber selten besser als No Limit. Und beim letzten Mal hat es geklappt und die letzten 2-3 Rennen waren genau das, was sonst für No Limit das Rennen war. Rettungspunkte sammeln, weil No Limit hatte viel Pech und da mussten sie halt die letzten Rennen immer Rettungspunkte sammeln und konnten nicht komplett vorne angreifen. Das hat aber MSV geschafft, deswegen auch verdient auf P1, Punkt gleich aber mit dem No Limit Peugeot, also zwei geschlossene LMP1 vorne, vor dem ersten offenen, dem Audi von No Limit auf 3, der ist auch schon ein kleines Stückchen weg. Dann P4, der nächste Peugeot, und zwar der Hybrid Peugeot von ERS. P5, Killerfish im neuen Design, gefällt mir deutlich besser. P6, Online Sim Racing D2. Auch, ja, ob man da noch mit dem Wagen aufs Treppchen kommt, am Ende vom Jahr, wage ich zu bezweifeln. Ab hier kommt man in eine Region, wo es dann deutlich schwerer wird, den feinen Herrn da oben das Rennen zu versauern, indem man besser ist als die. Da muss man sich gehörig anstrengen. Ich mache weiter mit P7, VE Racing. Der Jahreswagen, das Erbstück, der letzte Benziner seiner Art in der RLMS. Danach der Audi von Virtual Racing Sports auf 8. Deutlich sehr ganz abgeschlagen. Das sind jetzt quasi Best of the Rest. Und der 9. Platz, Racetech OMT, schon nicht mehr mit dabei. Und danach Fanatic DTMR. Ja, etwas bescheidene 5 Punkte. Der Weg ist das Ziel, hat ja auch nicht immer geklappt. Aber der gute Wille zählt. Richtig. Übrigens für Insider, den wird jetzt aufgefallen sein, dass Video Racing Sports nicht mehr Video Racing Sports heißt, sondern Video Racing Sports by Speedmaster. Ich denke mal, da wird so ein kleiner Namenssponsor an Land gezogen. Man weiß, wie viele Millionen sie dafür gekriegt haben. Ja, man spricht von 4 Ferrero-Küsschen pro Quartal. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Ja, und da sind wir nämlich schon beim nächsten VRS bei Speedmaster 2. Auto wäre das dann in dem Fall, nämlich der LMP2. Das ist nämlich das Auto, was, ja, man mag es nicht glauben, den 6. Sieg im 6. Rennen, also der 6 verschiedenste Sieger im 6. Rennen, jetzt habe ich es aber, nun endlich geschafft hat, auch das Team, was die Tabellenführung eh schon inne hatte, auch noch um ein Rennen zu gewinnen. Das ist nämlich Video Racing Sports 2 bei Speedmaster 2, jetzt haben wir es aber. Die führen mittlerweile mit einem beträchtlichen Abstand von 31 Punkten vor Online-Sim-Racing.de 1. Also 31 Punkte, das ist schon, sage ich immer, ein Vorsprung, da kann man schon mal ausfallen. Richtig, also zu diesem Zeitpunkt der Saison ist das schon als komfortabel und Sicherheitsabstand, kann man sagen. Richtig, auf Platz 3 der Motorsport for All LMP2. Der mir persönlich ja sehr gut gefällt, aber ja, ist nur meine persönliche Meinung, mit 37 Punkten Rückstand. Auf Platz 4 das VE-Auto, VE Racing LMP2, auf Platz 5 Tandrun Racing. Man muss hier, glaube ich, sagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wenn man jetzt mal Platz 6 noch nimmt mit Speedy Gonzales, bin allein unter den ersten 6 Autos, alles Teams bis auf VE, die schon Rennen gewonnen haben. Ne? Also VE ist, glaube ich, das einzigste Team, was da noch kein Rennen gewonnen hat. Oder war das Online-Sim-Racing.de1? Ich weiß jetzt gar nicht. Nein, ich bin gerade auf. Ich weiß es nicht. Müsste ich nachher mal gucken. Das kriege ich mal aber raus. Das löse ich später auf. Ja, Platz 7, No Limit Motorsport. Auf Platz 8, die wieder zurückgekehrten Quadriga Corse Jungs. Die hatten sich ja in Le Mans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, abgemeldet. Auf Platz 9 dann Racetech OMT2, die zwischenzeitlich wieder gefahren sind, sich aber für dieses Rennen hier, glaube ich, abgemeldet haben. Also die sind heute nicht mehr dabei. Und auf Platz 10 der nagelneue Killerfish, ja, was ehemals praktisch dieser Porsche in der GT2-Klasse war. Also ja, die haben es geschafft. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die zugelassen sind für heute. Da bin ich mir nicht ganz 100% sicher. Das müsstest du mal recherchieren im Starterfeld. Ja. So, für alle, die es jetzt noch interessiert, haben wir noch die Gesamtwertung, die für uns nicht so relevant ist, deswegen werden wir da auch nicht so darauf eingehen, außer dass momentan
provisorisch die Stadt Nummer 1 für die kommende Saison. Das Core Motorsports Team aus der GT1-Klasse hat. Und mit 22 Punkten Vorsprung, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das ist schon, also ich sage mal... Wobei alle, die weiter unten kommen, die hatten regelmäßig so ein kleines Pechproblem und Pechprobleme gab es bei Core irgendwie sehr selten. Dieser Einschlag in Le Mans war einer der ganz, ganz wenigen. Apropos Pechprobleme, da kann ich heute mal kurz Aufklärung leisten. Die hatten eigentlich jetzt schon im Vorfeld ein bisschen Pech und das könnte innerlich die Konkurrenz heute vielleicht ein bisschen motivieren. Nämlich der eigentliche Pilot für heute wäre eigentlich der Daniel Legner gewesen für das Rennen. Der Daniel musste sich aber heute früh kurzfristig, ich will nicht sagen tot melden, aber so ähnlich ist es, weil er kann sich nämlich nicht mehr bewegen. Nämlich heute früh dann sowas ähnliches wie eine Art, ich will nicht sagen Bandscheibenvorfall, wäre jetzt überzogen, aber er hat eine Blockade im Körper, ja, und kann alles außer sitzen. Und hat sich mit Kletterschluss einen Besenstiel ans Rückgrat genagelt. Genau, und das markiert jetzt. Genau, und deswegen darf nämlich heute unser Robert ran, kurzfristig, und ich kann einmal sagen, der Robert hasst Monza. Und er hat auch nicht so viel geübt, weil er eigentlich dachte, er muss nicht fahren. Ja, der wäre schon gefahren, aber nicht so viel. Aber ich sage mal, innerlich ist er auf 180, weil er nämlich heute 3 Stunden Monza fahren muss. Und ja, ich weiß nicht, wir werden nachher sehen. Auf jeden Fall, wenn heute die Konkurrenz nicht zubeißt, ja, wann dann? Ist die Frage. Genau, so kann man das sagen. Also wer den Robert kennt, wenn Robert nur in ein Gespräch verwickelt wird, was um Monza geht, dann hat er ein Gefühl wie Kunstrasen. Also das, er fühlt sich wie Kunstrasen, kann man sagen, wenn es um Monza geht. So ungefähr ist das ja wohl. Und wie gesagt, wir werden sehen. Hier nochmal für alle nochmal ganz schnell die Streckengrafik, dass sich auch jeder merkt, wenn wir nachher von der Parabolica sprechen oder von den Lesmo-Kurven, dass jeder weiß, wo wir uns eigentlich befinden. Alle Inselfreunde aufgemerkt, es ist nicht Sylt, es ist wirklich Monza. Und wenn man da auf den ersten Blick drauf guckt, merkt man schon, das ist eine Strecke mit viel Vollgasanteil. Knapp 70% Vollgas, bei den GTs wahrscheinlich noch mehr. Es sieht relativ... einfach aus. Viele sagen auch Monza ist so Larifari. 98% am Limit zu fahren ist in Monza auch Larifari, aber jedes 0,1% näher am Limit. Man kriegt einen Föhn nach dem anderen. Ich habe ja dazu eine Theorie. Bitte? Ich habe ja dazu eine Theorie, sage ich. Okay, warum ich bin das gespannt. So ist. Weil das Problem ist eigentlich nicht, was eigentlich Rennfahrer anspricht, nämlich das Kurvenfahren. Das hat man in Monza nicht so. In Monza ist man eigentlich, wie in dem Fall von heute, 3 Stunden damit beschäftigt, seine Bremspunkte nicht zu verfehlen, weil man eigentlich ständig aus irgendwelchen Vollgaspassagen auf dem Punkt genau die Bremse reinwerfen muss, den Anker werfen muss, dann tut man mal ganz kurz lenken und gibt wieder voll aufs Gas und muss sich konzentrieren, dass man in 2 Minuten, wenn man nämlich den anderen Bremspunkt erreicht hat, den wieder genau auf den Punkt erwischt. Und das ist in 3 Stunden sehr, sehr nervend. Es gibt wirklich eigentlich nur 3 Stellen, wo man nicht so brachial bremst und wo man wirklich sowas wie schöne Einlenkpunkte und eine flüssige Linie hat. Das sind die beiden Lesmos und die darauffolgende Variante Ascari. Und der Rest ist wirklich Highspeed, Knüppelbremsung, rumreißen, voll aufs Gas. Genau, so, und wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt nochmal einen ganz kurzen Break. Und nach dem Break geht sofort los. Das machen wir eigentlich nur, dass wir schön unsere Aufnahmen haben, dass wir nachher alles...